komm her, du setz dich doch mal hin. Jetzt muss ich dir doch mal den Film zeigen. Ich hatte doch mit dem Filmapparat, hatte ich den auch letztens noch, habe ich den auch letztens noch aufgenommen. Das war von den Hausbau, war es gewesen, von Benno Goda. Du, der ist doch aus dem Krieg gekommen, du, mit rein gar nichts. Der hatte doch die Aktentasche dabei, Bildzeitung für den Jachtwurst und einen halben Liter Kakao. Also siehst du wohl, da ist natürlich die Mürkers von Stahlwerks wegen mit schmatten Eimer, die hatten auch noch geholfen, ne? Und dann waren die doch den ganzen Tag und Nacht da zugange mit dem Gerüst und alles so mit schmatten Eimer, oder den schmatten Eimer, die konnte nach dem Bauzeit konnte auch den auch wegschmeißen. Siehst du, die Gebrüder Bergstammann waren auch dabei, oder das war doch pfiffige Kerls, so, und da hieß es auch immer, wo kein Schnee nicht bloß laufen, so, und man hat mit da nicht auch rangeklotzt, so, und dann mussten wir abends, da siehst du wohl, da ist der Benno Goda, da hat er schon ein Bier gekauft, reichlich, so, dass wir abends noch richtig vernünftig da mal begießen konnten, Richtfest und alles, ne, war ja gerade eingezogen. Siehst du, und dann hatten wir uns da richtig mal gemütlich gemacht bei Benno in der Bude. Lothar Schulz war auch da, was der mich imprägniert hat, du, was der da gesoffen hat an den Abend, das ist kein Ende von weg gewesen. Das ist, da kommt der Benno schon wieder von der Toilette wiedergekommen, ne. Hat er sich auch ein bisschen was auf den Latz gekrümelt, ne? Und dann Mutter Rieskamp war auch noch dabei gewesen, ne? Und die hatte dann hat er ein Schnittchen gemacht und mit, siehste, dann geht der Benno schon wieder los, wieder Füße waschen, ne? War ein bisschen gelsterig gewesen wohl, ne? Siehste, dann die Bergstammann-Brüder, so feine Kerls, da kann ich dir wohl sagen, du, immer Spaß, immer Zigaretten hatten die auf der Tasche, war nicht schlecht gewesen, ne? Und Mutter Rieskamp, die hatte doch Korinthenbrot gemacht mit Schnittlauchbrötchen und dann auch Leberwurst, grobe Leberwurst, mögen wir alle gerne, ne? Und das war auch schon richtig ein schöner Abend gewesen, du. Aber von den Lothar Schulz, das kann ich wohl sagen, da muss ich doch hinterher, muss ich meine Meinung mal schwer renovieren. Und der hat Mutter Rieskamp noch die Schürze runtergerissen und hat gesagt, Mutter Rieskamp, du setz, komm her, setz dich doch mal auf meinen Schoß, hat er noch gesagt. Und, ja, das, Benno Goda hat das auch nicht mehr gehört oder nicht mehr hören wollen. Ne? Aber alles in allem, du, das kann ich dir wohl sagen, war noch ein richtig schöner Abend gewesen, du. Hatten wir nicht einen Spaß da, wunderbar. Siehst du, da ist noch Mutter Rieskamp, kannst du noch sehen, mit alten Kassenbrille. Du, jetzt hatte ich ja die Stahlrohrgestell gekauft, ne? Siehst du, und der kleine Friedel Kanthaut, der hatte doch gerade mal angefangen zu rauchen. Später ist er ja ausgezogen, ne? Aber das ist ja auch nicht mehr wichtig gewesen. Aber es war insgesamt, war es dann noch ein schöner Abend gewesen.